Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egon Son und grüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Civilization 5. Wir sind Maria Theresia von Österreich. Wir sind im Krieg mit China und Frankreich. Und sind hier praktisch im Sandwich. Aber den Krieg gegen China haben wir auch provoziert, den wollten wir haben. Und haben das diplomatisch ganz geschickt angestellt, muss ich sagen. Also wir haben hier so ein bisschen provoziert, dann haben sie uns denunziert, wir haben zurückdenunziert, sie haben uns den Krieg erklärt. Bam, wir haben, was wir wollen. Wir spielen übrigens auf der Karte Terra. Ich dachte erst, das ist erdähnlich, also im Sinne von... Ah, sehr schön. Ja, die jetzt ist Maya. Gut, kein Franzose. Non français. Ich habe den Faust vor kurzem gelesen. Meine Lieblingsstelle ist, als Faust sagt, ja, ich kann nicht mehr warten, ich muss Gretchen jetzt sofort haben. Und Mephisto sagt, ja, so gib mir doch 2 Wochen, dann geht da alles klar. Und Faust sagt, pah, 2 Wochen, das könnte ich auch allein in 2 Wochen, da brauch ich dich doch nicht dazu. Und Mephisto erwidert ihm, du sprichst schon wie ein Franzos. Ah, ich liebe Frankreich, aber dieses, also, was Goethe da an Vorurteilen bedient, ist schon nice. Ah, nee, mach lieber eine Straße, die brauchen wir jetzt dringend, wobei wir gar nicht Geld haben, um Straßen irgendwie zu unterhalten. Oh, du kannst jetzt schon angreifen. Okay, machst du natürlich nicht. Oh, du gehst auf den Hügel, sehr gut. Dann gehen wir mit dir nach vor. Du bist schon angeschlagen, deswegen gehst du zurück. Du greifst die Stadt noch nicht an. Wer kann was wie angreifen? Oh, oh, oh. Du gehst zurück. Sonst bist du weg nächste Runde. Die wir jetzt einleiten. Terra, die Karte Terra. Wie gesagt, ich habe gedacht, es ist einfach nur eine erdähnliche Karte, die so ein bisschen wie die Erde aussieht. Aber da gibt es ja schon Erde Plus. Nein, Terra bedeutet, wir starten alle auf einem großen Kontinent. Und es gibt einen Kontinent, der noch nicht besiedelt wurde. Oh, wir können Katapulte bauen. Endlich. Fallenstellen vielleicht, um das Wild da mal bei Wien endlich auch bewirtschaften zu können. Ja, gute Idee. Finde ich auch. Ein Pantheon gründen. Ein Pantheon. Ja, sag ich doch. Pantheon. Nee, wir gehen alle nach... Wir gehen geschlossen nach Shanghai und lassen die hier links liegen, würde ich sagen. Sollen sie uns noch angreifen, dann sind sie wenigstens weg. Von der Front. Du machst nichts diese Runde. Terra. Ja, es gibt einen unbesiedelten Kontinent gibt es. Gehen die Stadt? Ja. Da kann man. Es ist zwar eine Rieseninvestition, als erster diesen Kontinent zu besiedeln, aber die Vorteile sind ja klar: man bekommt die ganzen Luxusgüter exklusiv. Man kann die traden, man muss sich aber gegen Barbaren erwehren. Es ist nicht so, dass man da jetzt frei rumrennen kann. Achso, ja, Pantheon. Genau, bevor ich hier Krieg führe, gucke ich doch erstmal. Ich suche was mit Wald. Ja, meine 2 großen Städte haben viel Wald. Wald, Hügel. Hier ist mit Wüste ist auch nicht verkehrt. Also entweder Wald oder Wüste. Was haben wir denn noch übrig? Ja, das ist mir auch neu. Ich weiß gar nicht, was beim Pantheon auch so ist, aber wenn man die Religion verbessert, ist es so, wenn jemand anders schon einen Glaubenssatz genommen hat, eben Wüstenfelder bringen, was weiß ich, dann kann das der Nächste nicht mehr nehmen. Wusste ich vorher gar nicht. Ist mir aber aufgefallen, als ich so ganz spät mal so viel Glauben hatte, dass ich meine Religion verbessern konnte. Und dann nur noch die Auswahl zwischen 2 Sachen hatte, die überhaupt nicht gepasst haben. Ja, das bedeutet, wenn man auf Glauben geht, früh. Jetzt aber Schreine, nein, Naturwunder, Weiden, nein, Fischerboote, Handelsweg, Weinräucherwerk, Lager, nein. Lager wären, Fallenstellen, ne? Ja. Große Städte, nein, Fernkämpfe in der Stadt. Oh ja, das wäre gar nicht mal so verkehrt.
Flüsse mehr haben. Alle an Flüssen. Ja, plus 1 Zufriedenheit verstärkt an Flüssen. Gibt plus 4 Zufriedenheit. Schmale ganze Steinbrüche, Tundra. Glaube von Wüstegeländefeldern. Das Ding ist, wir haben zwar hier viele Wüstegeländefelder, aber. Und die Städte werden ja nicht so groß, dass wir jetzt hier zig Geländefelder bewirtschaften würden. Weswegen der Glauben gar nicht so gut ist. Ich würde Göttin des Schutzes nehmen, plus 30% erhöhte Fernkampfstärke der Stadt. Finde ich wunderbar. Die anderen kriegen ja auch jede Menge Boni, von daher passt das schon. Brauch mal die. Ja, du gehst in die Stadt. Jetzt du stirbst, glaube ich, einen qualvollen Tod. Ah nee, hier hinten nicht. Nee, da auch nicht. Da bist du von niemandem zu erreichen überlebst. Das ist wunderbar. Hoch, weiter Straßen bauen. Okay, Linz ist nicht mal angegriffen. Aber ja, ich sehe schon, die Armee geht hier auf Linz. Wir verlieren einen Speer. Das ist gar nicht mal so schlimm. Aber wir haben ihn gar nicht verloren. Ihn behalten. Sehr schön. Haha, Shanghai muss sich fürchten. Nimm die Sichtweite, geh auf den Berg und überleb's. Außer du wirst von ihm angegriffen. Haha. Schade. Ja, aber ich habe ja schon damit gerechnet, dass wir ihn verlieren. Dann. Oh, ich will hier hin, genau hier hin. Nee, dann gehen wir halt durch Sansibar. Ist übrigens kein toller Name für eine reale Bar, wenn man Bars nach deutschen Wörtern benennt, die auf Bar enden, wie sichtbar oder unsichtbar oder Barbara Bar. Nee, fand ich noch nie lustig, aber nun gut. Du reparierst dir sofort. Wir brauchen die Zufriedenheit. Oh, wobei, da stehen wir ganz gut da mit plus 5. Ja, greif an. Du wirst nämlich ihn nicht kaputt machen können. Das bedeutet aber, du gehst zurück in die Stadt und bist dort geschützt. Du erholst dich auch hier drin. Jetzt. Oh, du stirbst, wenn du angreifst. Hier stirbst du nicht, aber dann stirbst du nächste Runde. Was mache ich, was mache ich, mach mal. Okay, wenn er nichts macht. Ne, wenn er hier zurückgeht, kann er sich ausruhen. Dann mach das mal. Wir wollen so wenig Einheiten verlieren wie möglich. Wir wollen aber auch Shanghai haben. Oh, jetzt werden wir von Monty denunziert. Eben war er noch ehrfürchtig. Was soll dem einen uns jetzt nicht denunzieren? Habe ich nun gut gesagt? Ich hoffe, ich habe nun gut gesagt. Ich mag mit Monty nicht auch noch Krieg. Oh, sag mal Tschüss zu Linz. Schade um die Torten. Aber drei Fernkampfeinheiten und vier Nahkampfeinheiten sind dann doch ein bisschen zu viel. Hoppla, was ist denn? Hä? Wie haben wir das alles verloren? Ja, wir machen hier einen Köder hin. Ah, wir haben überlebt. Schön. Okay, wir müssen den Krieg, glaube ich, neu angehen. Dich retten wir aus den Klauen, hoffe ich doch. Wir geben Linz auf, ja. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Oder, wir könnten. Nee, Linz wird nächste Runde auf jeden Fall fallen. Das. Warte. Wir könnten. Eins hoch. Dich platt machen. Dann können wir hierhin mit dir. Du gehst. Nee, du musst heilen, kostet es, was es wolle. Der Krieger, der muss aus Linz raus. So viel ist klar. Entweder er lenkt hier die Nahkampfeinheiten, entweder er lenkt halt irgendwas aus sich, damit Linz nächste Runde noch überleben kann.
Oder nicht? Schauen wir mal. Ich hoffe, ich denke da richtig. Ich glaube, weiß nicht. Denken ist ja auch nicht so mein Ding. Ist feindlich. Mit Montezuma sind unerträglich geworden. Das Problem kann auch auf dem Schlachtfeld gelöst werden. Weißt du was? Ja. Dann soll Monty und... Und Sejong Krieg führen. Dann sind sie abgelenkt. Also Monty will dann nicht hier die Truppen bei mir runterziehen. Okay, sie haben Linz eingenommen. Ja, das ist ja... Gibt Schlimmeres. Schlimmer ist vielmehr, dass wirklich die französischen Truppen überhaupt hier sind. Wenn sie nicht hier gewesen wären, hätte ich bla bla bla. Rette deine Haut. Du kannst weiter Shanghai bombardieren, das ist schön. Was will ich tun? Ich glaube, ich möchte ihn angreifen. Linz kann noch nicht. Rückzug. Rückzug ist das einzig Vernünftige im Moment. Was mal das sonst machen? Jetzt habe ich wieder die Uhr nicht angeschaltet und muss wieder hier frei. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, ich schalte mal kurz die Uhr an, dass ich wenigstens so ungefähr und dann beim nächsten Mal auch nicht schon wieder vergesse, die Uhr anzuschalten. Zack. Okay. Graz baut Speerkämpfer, die sind stark. Produktion wählen. Wien baut auch Speerkämpfer, denn die sind stark. Gut, dass wir uns darauf einigen können. Du baust die Straße hier hoch. Fertig. Wunderbar. Leider läuft es hier gar nicht so gut. Seide, ja, das tut mir leid. Aber zu verschenken habe ich nichts. Ich bin gerade im Krieg, brauche Geld und so. Okay, ihn hier hätten wir ihn nicht retten können. Der war so ungünstig gestanden. Dass sein Tod abzusehen war. Minus 26. Von der Stadt und minus 23 vom Katapult. Das bedeutet, nächste Runde bist du da weg. Selbst wilde Bitten. Wobei wir mit der Verteidigung gegen Fernangriffe noch einmal angreifen könnten. Und uns dann auf den Weg machen. Das erbringt jetzt nichts. Ich mag Shanghai nur irgendwie... so weit unten halten, dass später eventuell vielleicht doch noch es möglich sein könnte. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Sneaky, sneaky von hinten hier angeschlichen. Heil doch mal. Sejong hat Interesse an unseren Luxusgütern bekundet. Da nehmen wir doch 240 Bar auf die Hand. Wunderbar, dann können wir nämlich uns hier verstärken. Mit noch einem Bogenschützen. Weißt du, wieso habe ich hier eine Kaserne gebaut, wenn ich doch... Ich mag ja gar keine Kaserne. Ich möchte ein Arbeitsboot. Ja. Bis zur Heilung verschanzen. Bis zur Heilung verschanzen. Ja, das soll ruhig angreifen. Das Spiel gewinnen wir. Ja, und du baust die Straße auch weiter. Wir müssen auf jeden Fall mal eine Straße hier fertigstellen, damit wir auch das Geld für das Handelsnetz bekommen. Reiter ist nichts dabei, das mich jetzt irgendwie... Ja doch, hier Kompositbogenschützen sind gut. Hier oben haben wir soweit alles. Schrift? Ja, Schrift. Schrift wird überbewertet, finde ich. Was steht hier? Ich kann nicht lesen. Wir haben doch hier gegen Fernangriffe. Also. 33%. Und es hat überhaupt nichts gebracht. Nicht, dass ich mich aufregen würde. Ich bin da ganz ruhig, aber... Das ist ja wohl eine Verarsche. Da denke ich mir, komm, spielst du risky. Was eigentlich war nicht mal so risky. Zack. Da wirst du doch nur verarscht. Da kannst du auch gleich... Roulette spielen.
Nimmst auch zurück, um in der nächsten Runde ihn anzugreifen. Du baust die Straße weiter. Wenn wir verlieren das Spiel, dann nur, weil der hier gestorben ist. Was voll unfair war, sonst hätte ich gewonnen. Ha, er flieht. Das macht er gut. Vielleicht haben wir mal Glück. Yay, wir haben mal Glück. Speer. Heilen. Du gehst Ola Hügel und dann entscheiden wir uns später für eine Promotion. Dann. Du bringst sie nicht ganz um, das ist sehr gut. Haha. Du bekommst hier doppelt und bringst ihn aber hoffentlich sowas von um. Okay, jetzt hoffen wir nur, dass sie aus dem Norden nicht plötzlich irgendwie 10 schnelle Einheiten auftauchen, die dich dann doch noch zerstören. Sehr schön. Die Frage ist jetzt, holen wir uns Linz oder Shanghai als nächstes? Linz ist natürlich, wobei Shanghai hat auch nur eine Stärke von 10, also Linz wäre genauso schwierig einzunehmen wie Shanghai. Und Shanghai gefällt mir aber besser. Haben wir schon Räucherwerk? Nee, ne? Genau. Und Linz können wir dann uns Zeit lassen, wenn wir unsere Armee konsolidiert haben, ist dafür immer noch Zeit, uns darum zu kümmern. Du gehst hierhin und kannst in der nächsten Runde angreifen, wenn er sich dazu entscheidet, dort zu bleiben. Jetzt ist die Frage. Du gehst ins Ra- und du gehst in die Stadt, denn du hast es am nötigsten. Du machst endlich mal die Straße hier fertig. Dann haben wir das ja zu Ende gebracht. Heilen, heilen, heilen. Weilen, weilen, weilen. Steinmetzkunsten, Kunsten, Kunsten. Bauwesen, Bauwesen, Bauwesen. Boah, das wäre voll die schlimme Zwangsstörung, wenn man alles, was man sagt, dreimal sagen müsste. Wie komme ich da jetzt? Geht hier was? Nicht? Okay. Was ist dein Auftrag? Dein Auftrag ist Straße bauen. Der Speerkämpfer hebt sich die Beförderung auf. Wien baut ein Katapult. Ja, das ist ja wunderbar. Mit dem Katapult können wir dann nämlich Shanghai viel einfacher einnehmen. Wieso fragst du, was du machen sollst? Achso, weil ich das vorher noch gar nicht gesagt habe. Jetzt, Ehre? Nein. Repräsentation? Ja. Meritokratie. Zufrieden sind wir. Mit dem goldenen Zeitalter müssen wir genügend Geld und Produktion bekommen, das wir für den Krieg hier brauchen. Jetzt ist die Frage, was? Wen können wir denn angreifen? Ach, den Bauarbeiter hier. Den können wir uns eigentlich auch schnappen, oder? Ah, komm. Wobei, probieren wir's. Heb sie auf. Aha! Auch ein Katapult? Ja. Schöner Dialog. Auch ein Katapult? Sagt das Katapult. Ja. Es sollte Drehbücher schreiben. Okay, dann gehen wir mal wieder auf Shanghai, probieren unser Glück, hoffen, dass in 5 Runden das Katapult fertig ist. Wobei Shanghai ja jetzt ohne das Katapult in der Stadt nur die Stadtverteidigung hat, die jetzt gar nicht mal so gut ist. 25. Große Persönlichkeit geworden, Gott sei Dank. Oh, jetzt ist er natürlich hier so weit weg, dass es ewig dauert, bis er kommt. Dann holen wir einen Speer vor, um für sich zu sorgen. Wir heben uns diese Vorteilung auf. Trick 17 sozusagen. Ah ja, wir können hier tatsächlich den Bauarbeiter uns aneignen. Den werden wir auch behalten. Wie kommst du jetzt am schnellsten dort? Ja, bist du von Linz angreifbar. Hier musst du die Straße runter über den Hügel und kannst dann angreifen. Du hebst dir das hier auf. Du kannst nur von Shanghai nächste Runde einmal angegriffen werden. Das überlebst du. Wenn du es überlebt hast, kriegst du diese Vorteilung. Versprochen. Ich hoffe, dass du es überlebst. Ich könnte auch jetzt diese Vorteilung nehmen. Ja, das ist doch wunderbar. Weil nämlich
Wo steht's? Wo finde ich eigentlich die Trefferpunkte? Sind die hier? Ah ja. hast du die Straße fertiggestellt? Ja, nur sieht man sie noch nicht. Dann bau den Bauernhof, damit Graz noch eins wächst. Okay, warum schreist du so? Ich weiß auch nicht. Es wurde ein Handelsweg zwischen Graz und eurer Hauptstadt errichtet. Okay. Wie wär's mal mit einer Pause? Was? Nach Hause? Nein, eine Pause. Okay, lass mich noch eine Runde spielen. Ach du immer mit deiner, nur noch eine Runde. Das kenne ich doch. Ja, Mann. Puh, ich brauche echt eine Pause. Ich glaube, ich mache mal einen Kaffee, wobei, ich glaube, ich eher einen Tee brauche, um runterzukommen. Das ist ja ein weit angenommener Vieh. Was ist denn das für ein... Oh, kannst du gar nicht. Dann greif noch einmal an und verschwinde in der nächsten Runde. Und lass das mal den Krieger machen. Tee beruhigt gar nicht so sehr. Ein Tee ist Tein. Und wirkt genauso wie Koffein. Aber zum Beispiel Schwarztee ist ja viel Tein. Gut, das ist ja bekannt, dass Schwarztee jetzt nicht ruhig macht, sondern eher aufputscht. Aber in geringen Mengen ist das in jedem Tee drin. Natürlich ist ein heißes Getränk aus Kräutern gebraut. An sich so beruhigend, dass man sich da keine Sorgen machen sollte. Okay, ich hoffe mal, dass das jetzt ungefähr 20 Minuten waren. Wenn nicht, verzeiht es mir. Yay, überlebt! Das nenne ich mal hier Taktik. Ah ja, gehört doch zu uns. Warum sieht das seltsam aus? Mir gehen ja auf Nummer sicher, dass da niemand irgendwie rumschlawinert. Und sehen, dass sie Kompositbogenschützen haben. Und sehen aber auch, dass da noch Brauchbits in Shanghai sind. Ah ja, in zwei Runden. Wunderbar. Zack. Gegen Fernangriffe oder aber auf unwegsamem Gelände. Wir heben es uns auf. Wobei Fernangriffe... Doch, nimm. Kannst du noch? Wieso kannst du nicht? Eben ging das doch, dass man im Nachhinein noch... Naja. Reicht nicht, aber nächste Runde müssten wir es fast schaffen können. Schauen wir mal. Was? Wer denn? Wo denn? Bauarbeiter, mach die Stoß fertig, Spu. Ach so, ja, habe ich mich gerade schon verabschiedet und einfach weitergespielt. Tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.